So, guck mal. Ich kann also eventuell hier hin. Haha! Du lutschende Pflanze, du! Oh. Ich habe es geschafft. Bin wieder zurück. Ich nehme mal an. Jetzt komme ich auch von der Seite aus da rein. Guck, ich will es austesten. Ja, sehr gut, man kann hier rein. Ah, mein Herz freut sich gerade. Die Freude jedes Botanikers. Ich habe gedacht, hier wäre jetzt eine Superspinne oder sowas unterwegs. Okay. Das Buch der Freude führt zum... Das ist nur Botschaft, oder? Das Spiel ist von Japanern gemacht. Man muss ein Erotikrätsel lösen, um hier reinzukommen und dann Tentakel ohne Ende. Muss ich jetzt nicht sagen, ne? Muss ich jetzt nicht zu sagen. Okay, dann. Wir haben The Riddle gelöst. Dann gehen wir mal hier reingucken. Was sich hinter dieser Tür befindet. Okay, scheinbar nichts Wildes. An der Wand steht geschrieben, 1 plus 3 sollst du lieben. 1 plus 3 gleich 4, ist klar. 4 plus 6 gleich 10, ja, ist klar. 1 plus 6 gleich 7, ja. 10 plus 7 gleich 17. Wow. Mann, das waren hoch ausgebildete Bio-Journalisten, die das geschrieben haben. Wasser 1, Rot 3, Purpur 4, Gelb 6. Toll. Ja. Egal. So, wir haben einen Energiecontainer. Acid Nitric. Leere Flasche nehmen. Yep. Oh, noch mehr leere Flasche. Flasche leer. Ack. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt sehr viel Schreibarbeit lösen. Machen wir mal Folgendes. Ich gehe nochmal zurück, damit mich das Tentakel nochmal anknuspern kann, oder? Ja, ich muss mehr oder weniger zurück, um dann den Inventarplatz freizukriegen. Yay! Also nochmal! Schaden für nothing! Wuhu! Es geht mir echt auf den Sack mit dem Schaden für nothing. Nur auf dem Rückweg. Aber mal sehen. Vielleicht kann man das irgendwie anders umgehen. Aber ich habe ehrlich gesagt kein... Nee, also ich überlege gerade. Wenn ich die Kiste zurückschiebe, mache ich das Loch frei, wo das Tentakel aus seinem Glory Hole 1 rauskommt. Also wenn ich hier weiterschieben würde. Hier bin ich versehentlich mal hochgeklettert. So, jetzt kann ich natürlich versuchen... Nein. Hier kann ich nichts tun. Hier komme ich darauf. Nö. Und wenn ich hier jetzt runtergehe, dann... Ich kapier's nicht. Ich kapier's echt nicht. Ich find sowas zum Kotzen. Das ist so, ja... Du hast irgendwas vergessen, musst du hier in deinen einzigen Safe, theoretisch einzigen richtigen Safe Room zurücklaufen. Ja, da hast du eben Pech gehabt. Ich meine, wenn der andere Safe Room irgendwie noch so eine Kiste hätte, würde ich ja nicht... Doch, würde ich auch meckern. Aber es ist trotzdem zu kotzen. So, das Ding, den brauchen wir, glaube ich, jetzt gerade nicht. Wobei ganz... Ich will überlegen, ob ich das hier mit dem Kerosin nochmal einpacken soll, aber... Werden wir ja sehen, ob die Dinger wieder zum Leben erweckt werden. So. Und, ich will gerade überlegen, ob ich die dicke Knarre hier lasse. Oder das hier. Ja, komm. Irgendwo findet man noch was. So. Dann habe ich jetzt hier genug Platz. Gut. Ich meine, vielleicht kann man das eine Tentakel auch irgendwie anzünden, was da von unten hochkommt. Ich vermute mal, dass dieser Raum jetzt dazu da ist, um das Gift zusammenzumischen, was ich brauche, um... Nein! Um diesem Tentakel nach oben steckenden Mistvieh unten im Raum der Befriedung, wo wir schon mal an den Haien vorbeigelaufen sind, die jetzt zum Glück nicht mehr da sind, irgendwie das Leben schwer zu machen. Das ist das, was ich daraus jetzt interpretiere. Aber ich muss nochmal nachgucken, was in diesem Journal drin stand. Und dann mal sehen, wie ich das irgendwie überstehen kann. Dass ich das richtige Zeug auch hier zusammenmixe. Ne? Nicht nur für besseren Alkoholverträglichkeitsgenuss.
Aber ich mache jetzt hier, glaube ich, nochmal einen Cut, um mir halt Notizen zu machen. Das muss ja nicht unbedingt onscreen passieren, damit ich die Sachen in Zusammenhang bringen kann. Gibt's also blau plus rot ist dann 20 und das ist das dunkelbraun, vermutlich. Dunkelbraun. Und damit gehe ich dann die Tentakel unten besuchen. Muss ich das nur erstmal hinkriegen. So, geh mal, geh raus, genau, raus. So, Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Wasser gibt es wahrscheinlich hier im Waschbecken. So. Das heißt, wir nehmen diese leere Flasche hier. Also mein Ziel ist es jetzt, dunkelbraun herzustellen. Und da ich nicht Rotwein trinken will und warten, bis ich auch groß auf den Pott muss, müssen wir das jetzt hier erstmal hinmixen. Also. Wir brauchen also blau und rot. Rot haben wir schon. Das heißt, mir fehlt noch blau. Blau haben wir hier nicht stehen. Was brauche ich für blau? Da brauche ich orange und grün. Wir haben beides nicht hier. Das heißt, ich brauche erstmal grün. Oder nehmen wir erstmal orange. Weil das ist Purpur und Gelb. Und wie kriege ich Purpur mit Wasser und Rot? Okay. Also nehmen wir erstmal hier. Leere Flasche mit Wasser füllen. Ja. Ja, sehr gut. Also Wasser und Rot. Das ist das hier. Ja. Okay, gut. Und das müssen wir jetzt wohl miteinander kombinieren. Gut, das heißt, wir haben Purpur. Um da Orange jetzt rauszukriegen, brauchen wir jetzt Gelb. Und Gelb haben wir hier stehen, genau. Das heißt, wir haben das jetzt verfügbar. Und das kombinieren wir. Und dann haben wir Orange. Und Orange brauche ich jetzt noch mit Grün, um Blau herzustellen. Und für Grün brauche ich Gelb und Wasser. Das heißt, ich brauche noch eine dritte Flasche. So, gib mich das. Jawohl. Mach das Wasserding voll. Ja. Gut, dass die Wasser. Jetzt darf die Wasserrechnung gerne nicht mehr bezahlt werden. So, grün war Wasser und gelb. Also, gelb. Ja. Nom 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 nom. Jetzt heißt, wir mixen Wasser und gelb und bekommen grün. Jetzt haben wir grün und orange. Das heißt, grün und orange. Wir mixen jetzt grün und orange und kriegen blau. Blau brauche ich jetzt mit rot. Um Dunkeltanga herzustellen, Dunkeltanga. Blau. Blau und Rot. Wir haben Blau, jetzt fehlt hier Rot. Komm, gib mich das Rot. Ja. Sehr, sehr gut. Und das mixen wir jetzt. Kombinieren. Oh! Stimmt, da stand nichts dabei zu den entsprechenden Dosierungen, ne? Weil. Aber jetzt ist die Flasche hier voll, ne? Prüfen wir mal. J-Volt. Eine unverwechselbare braune Flüssigkeit. Ja, mehr hätte jetzt auch nicht da reingepasst, ne, weil das Ding einfach zu voll gewesen ist. Ne? Das spielt dann eventuell auch eine Rolle. Ich nehme einfach mal dieses Glas hier auch nochmal mit. Jo. Gut. Den Mörser brauchen wir wohl nicht. Ja, und damit gehen wir jetzt Elbpflanze besuchen. Rache für all die Tentakel-Hentai-Knutscher. I liebe es. Wenn hoffentlich ein Plan funktioniert. Aber das werden wir jetzt bald herausfinden. Herausfinden. Muss ich nur diesen langen Scheißweg wieder laufen und hoffen, dass das Spiel gespeichert hat, dass ich diese verdammten Kisten, die glaube ich 3 oder 4 Mal bis jetzt da reingeschoben habe, auch da sind. Und hoffentlich ist das Spiel jetzt auch wieder so gütig und ja, bewirkt jetzt nicht zufällig, dass die Tentakel, die vorher völlig ungefährlich gewesen sind, mich zum leicht umbringen können jetzt plötzlich. Ja, steigen wir hinunter. Und ich hoffe, dass wirklich die Haie nicht mehr da sind. Aber was soll denn sonst da los sein? Das mal überlegen. Also eigentlich kann da nichts sein, ne? Mein, das Wasser haben wir abgelassen. Ich könnte jetzt auch diesen Umweg gehen, aber letztendlich führt mich auch der normale oder der Umweg dann wieder zurück. Scheiße, ich muss den Umweg gehen. Yay! Freude, Frohlockung! Aber es ergibt natürlich sehr viel Sinn, weil das Wasser ist ja runtergelassen worden. Hoffentlich hat sich hier irgendwie nicht noch irgendwie so ein Captain Iglo Fisch Gedenk Fresslein dazu entschlossen, noch zu überleben.
um mir das Leben schwer zu machen. Ach so, stimmt. Ah, ich habe jetzt gerade überlegt, wo zum Teufel kommst du denn jetzt nochmal nach oben? Hier müsste eine Leiter nach oben gewesen sein. Aber nein! Nein! Guck aber jetzt nochmal auf die... Weil ich jetzt erstmal hier muss, genau. In diese Tür hier. Ich gucke jetzt nochmal auf die Karte, ob ich hier irgendwie... Nein, okay. Alles unrot. Im Gegensatz zu der Farbe meiner Flakons, die ich mal hatte. Vielleicht haben sie damit auch die Karten eingefärbt. Die intelligenten Karten. Oh, es wäre so schön, wenn Haltzeugs hier respawnen würde. Ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen cocky. Weil, egal, wenn jetzt irgendwas Fieses passiert, dann war's das für mich mal wieder. Und das Spiel ist ja so. Hey, du hast irgendwas erledigt, die Gänge, die jetzt eben noch irgendwie frei waren. Wie viele Stunden liegst du hier jetzt schon rum? Ah, was soll's. Free fish for all. The guard room. Ich komme dich jetzt an deinen Füßen holen, Kitzel, meine liebe Pflanze. Ich hoffe, das ist jetzt auch richtig. La, 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 la. Komisch, die Tentakel tun mir nichts, aber die anderen. Kille, 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 kille. Die Flasche brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr. Another! Kann ich jetzt hier irgendwas tun? Steuersystem für den Wassertank auch? Achso, verwenden wir. Ja. Okay. Das war jetzt nur dafür da, dass wir das Ding kaputt kriegen, oder was? Das scheint jetzt völlig durchs Nest. Nichts Besonderes darin. Okay. Ich guck jetzt nur ran. Oh, der Raum ist jetzt auch free for all. Bitte, bitte, lass es keine Evolutionshaie sein. Lass ihnen bitte keine Beine wachsen. Ich wäre euch sehr dafür dankbar. Dankbar. Ich würde mich so gerne an diesen Ärschen rächen. Aber ich darf es ja nicht. Na gut, ich darf es eigentlich doch. Aber gut. So, jetzt müssen wir den schnuckeligen Weg wieder gehen. Und hoffe, dass es die Zombone nicht geschafft haben, hier unten Fuß zu fassen. Weil wir die Türen aufließen oder sowas. Die haben, glaube ich, die haben ja nur irgendwie mal einen ganz kurzen Lichtmoment. Oh, Tür! Ich erinnere mich. Aufmachen! Vielleicht kennen die Türen auch nur von einer Seite, dass sie die Türen von der anderen Seite nicht mehr erkennen. Aber das ist jetzt zu viel Spekulation. Das ist aber kein rotes Schächtelchen hier. Nein, 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 ist es nicht. Moment. Wie ging's hier nochmal raus? Karte, Hilfe! Hilfe! Nee, Moment. Ich bin gerade irgendwie... Nee. War das hier? Nee. Hier. Oder komme ich von da? Bin gerade ein bisschen ver... Nee, das ist der Weg zurück. Ja. Das ist der Weg zurück. Nee, Moment, das ist nicht der Weg zurück. Oder doch? Nee, doch, das ist der Weg zurück. Glaube ich. Ich glaube, wir haben es gleich. Ich will das Projekt nicht in die Länge ziehen. Nein. Hier geht alles ganz fix und unfummelig, ganz wild rum. Das kriegen wir hin. So, und dann ist der Weg an Elflanzos vorbei. Hoffentlich. Oh, ich bin so froh, dass man aus dem Raum mit der Pflanze wieder rauslaufen konnte. Auch wenn es ein bisschen umständlich gewesen ist. Aber mei. Ich mag die Musik hier nicht. Ich hoffe, jetzt werden wir auch nicht wieder abgeknutscht und abgeschlabbelt, wenn wir uns auf den Rückweg begeben. Karte. Da. Wo geht's? Ach, da ist die Tür. Ich habe die Tür. Da ist die Tür. Gut. Öffnen wir sie. Ich meine, ich könnte es jetzt versuchen, nochmal zurückzulaufen, um mir an meinen Safe Room ranzukommen, wegen der Heilung und so weiter. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt wirklich gegessen ist mit dieser Pflanze. Das will ich mir jetzt gerade mal ganz kurz angucken. Vielleicht ist sie jetzt auch nur in einem Zustand, wo wir sie bekämpfen können. Aber die Tür wird es aushalten, ne? Doch. Ja, komm, das können wir jetzt mitnehmen. Schade, dass ja keine grüne Pflanze ist. Mitnehmen, jo.
Dann nehme ich mir... Moment, mal ganz kurz gucken. Okay. Ja, die nehmen wir jetzt... die nehme ich auch mit. Mir ist gerade nur am Link. Ich hätte jetzt gedacht, dass... Genau. Es ist ja wahrscheinlich nichts mehr, oder? Genau. Aber was zum Teufel ist im Gang, der zur anderen Schreibmaschine führt, zu meiner linken? Der ist auch noch rot. Also ich meine, das ist nicht den großen Raum daneben, wo die Spiders waren, sondern der andere. Ich habe gedacht, dass das durch das Mitnehmen der Karte müsste das eigentlich gegessen sein, aber offensichtlich ist dem nicht so. Will ich nochmal dahin zurückgehen, ist jetzt die Frage, um mir das anzusehen. Ich tu's mal. Eine Umarmung des Tentakels kriegen wir vermutlich auch noch irgendwie gedeichselt. Was soll ich dann noch einfach mal speichern? Oder es einfach mal sein lassen und weiterspielen? Moment, das ist nicht... Genau, das ist der Free Gang. Der freie Gang. Da, wo nichts passiert. Wo hoffentlich auch keine Zombies durch die Fenster kommen. Scheiß Staubsaugervertreter. So. Das erinnert mich irgendwie so ein kleines bisschen auch ans Fishing Hamlet von, ihr wisst schon. Aber hier muss noch irgendwas anderes sein. Was zum Teufel? Könnte sich hier in diesem Gang noch befinden, was ich noch nicht habe? Nee, oder? Moment, wo bin ich jetzt hier? Da bin ich. Oh! Aho! Ja, ja, einfach mal mitnehmen, ne? Jo, mitnehmen, ja, wundervoll. Haben wir jetzt hier alles? Wir haben hier alles, sehr, sehr gut. Ich möchte eigentlich weiterspielen, aber auf der anderen Seite, man weiß jetzt nie, wie viel Zeug man da jetzt eventuell finden tut. Deswegen gehen wir mal eben nach hier und packen das Zeug da rein. So, mehr blaue Pflanzen brauche ich jetzt gerade nicht. So, plopp, plopp, plopp. Und dann nehmen wir uns, hoppala, wir nehmen uns noch ein grünes Pflänzlein mit, um das zu kombinieren. Und wenn sich, da ist es, kombinieren. Und wenn sich der Anschein von ein bisschen Gefahr auftut in den nächsten Räumen, dann benutzen wir den Kram einfach. So ganz unorthodox. Die Gesundheit wieder hochschnellen lassen. Hallo, du Scheiße. Okay, ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie noch der Wahnsinns, das Wahnsinnszeug, was sich jetzt hier noch verbirgt. Nein, nein, es sind grüne Pflänzlein. Ich frage mich, ob man grün und rot miteinander kombinieren kann, um ein starkes Antitoxin oder sowas herzustellen. Weil die Frage ist, gibt es den Bedarf an großartigem Antitoxin? Ich hoffe nicht. Weil das würde bedeuten, dass es ganz fiese Gegner hier geben muss. Ich frage mich auch, wie lange diese Vergiftung... Kann man diese Vergiftung quasi auch so einfach auskurieren lassen? Oder muss man was dagegen nehmen, weil man ansonsten schnell das Zeitliche segnet? Jetzt ganz sachte... Ja, implodier, du Sau! Gut, dass es gewartet hat, bis es vergeht. Oh. What the hell is this thing? Das ist Spaceballs, der Flammenwerfer! Jill! Ah, Bosskämpfe, die von selbst spielen. Sehr gut. I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place?
Wo findest du die ganze Zeit das coole Zeug? Ihr habt doch gesagt, für so eine scheiß Pflanze brauche ich kein Gift. Dann nehme ich den Spaceballs Flammenwerfer. Und den Schlüssel. Hausschlüssel. Ja. Wenn ich jetzt nur wüsste, wozu der gut ist. Was haben wir denn hier Feines? Prüfen. Es ist ein Helmschlüssel. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück zum Hauptgebäude oder was? Okay. Kommt man von hier aus vielleicht über eine Art Abkürzung zum Hauptgebäude wieder zurück? Das wäre irgendwie gut, wäre das. Ah, da bist du, Mr. Barry. Kurz noch hier Karte gucken. Ist das hier die... Ja. Magst du mir nicht ein bisschen den Flammenwerfer übergeben, hä? Barry. Something about that mansion still bothers me. But I think I'll stay here a little longer. We should split up again and investigate. All right. Wenn du mir nur deinen Flammenwerfer geben würdest, ey, du hast die fette Kanone. Und ich habe nur meinen schlanken und strammen Hintern. Und wenig Lebenspunkte. Naja, vielleicht treffen wir irgendwann mal auf einen Gegner, der Bolde Weiblichkeit zu schätzen weiß. Aber ich habe das Gefühl, hier gibt's nur Banausen und transsexuelle Pflanzen. Strumpf, Strumpf, Strumpf. Sonst gibt's ja sonst wirklich nichts mehr. Offensichtlich nicht. Nicht mal Trauben kann man hier ernten. Das gute Gemüse, gesund werden. Heilige Scheiße. Das hier ist echt gut zugewuchert. Okay, ja. Das ist jetzt doch ein bisschen doof. Ich hätte jetzt gehofft, hier noch irgendwas zu finden. Beispielsweise eine Batterie. Nur um das mal gesagt zu haben. Eine verdammte Batterie, um diesen Aufzug bedienen zu können. Damit ich hier im Garten Eden noch ein bisschen weiterkomme. Aber nein. Das ist natürlich the question. Um hinter den Wasserfall zu kommen, das meine ich jedenfalls. So, das heißt, wir müssen den Weg zurücklaufen. Will ich mir das antun? Das ist eventuell. Ich muss gerade überlegen. Oscar. Jill. Ich habe nur Schießübungen gemacht. That's what I was going to say. I apologize. Was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, you sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Mal ernsthaft, worauf hat er gerade geschossen? Ich hasse Schrecke, ich hasse Alkoven! Anstatt darauf zu böllern, hätte er mir lieber mal hier die Munition geben sollen. Das ist natürlich die Frage, soll ich mal zurück zu Barry gehen mal fragen? Hey, alles in Ordnung, Kumpel. Aber... Brauchen wir wohl irgendwie nicht. Ich hoffe nur, dass sich nicht allzu viele ungemütliche Lustknaben jetzt auf den Rückweg spezialisiert haben. Der, glaube ich, sich hier befinden tut. Ja. Wobei, ich wollte noch auf die Karte gucken, um zu sehen, ob ich irgendwie beim Rückweg, genau. Also, das ist der Innenhof. Dann komme ich nach da. Dann muss ich nach da... Und dann komme ich nach da. Und dann könnte ich versuchen, mit dem Wind gedön... Ja, wisst ihr was? Wisst ihr, oder? Moment, komme ich noch an anderen Safe Haven vorbei? Nein, tue ich nicht. Okay, dann mache ich jetzt Folgendes. Weil ich einerseits vom Petthrower was gehört habe und andererseits natürlich selber kombinationieren gelernt. Und werde den Abstecher mal probieren zu verwenden, um an diesem einen Grab dieses... Crest, dieses Windwappen oder was das ist, zu verwenden. So.
Das nehmen wir mit. Den Schlüssel, den brauchen wir womöglich auch. Dann brauche ich jetzt noch das Wappen. Wo auch immer ich es gelassen habe. Da ist es, das Windwappen. Okay. Sonst noch irgendetwas. Ich habe Heilung dabei. Ich habe Munition dabei. Ja, ich mach es, oder? Nee, Moment. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier den Treibstoffkanister mit dem... Aber dann brauche ich das Feuerzeug auch noch. Auf der anderen Seite, wenn ich zurück zum Haus muss, kann ich den Schlüssel, glaube ich, auch hier lassen. Aber ich weiß nicht, ob er mir dort, wo ich an... Moment, das kann ich vielleicht auf der Karte nachgucken. Ich möchte das jetzt hier so ein bisschen... Residenz Innenhof Villa. Von wo kommen wir da aus? Nee, von wo kommen wir... Nee, von da kommen wir hin. Da oben bei diesem... Dings... Bums. Und dann ist der nächste Safe Haven aber auch nochmal ein ganzes Stück entfernt, fürchte ich. Boah, wie mache ich das denn da am besten? Meine Schreibmaschine ist da in der Nähe, da könnten wir hingelangen, aber es sind ziemlich viele Zombonen auf dem Weg. Das wird noch lustig. Aber da brauche ich den Schlüssel erstmal nicht unmittelbar. Wo führt das denn nochmal? Gerade keinen lassen. Nee, das führt... Ah, Moment. Dieses Stück oben links führt, glaube ich, hier unten in der Mitte. Da führt's hin. Glaube ich. Jo. Okay, ziemlich... Ja, tut mir leid. Das ist jetzt ziemlich viel hier rumgenummere. Ich pack den Schlüssel hier rein, weil den brauche ich vermutlich erstmal nicht. Dann kann ich nämlich noch... Wo ist es? Wo hab ich's? Ist natürlich die Frage, wo gehe ich nochmal in diesen einen Nebenraum rein, um mir zu holen die grünen Kräuter, die noch da sind. Aber grüne Kräuter habe ich ehrlich gesagt relativ viele hier. Guck mal, was ist das ganze Heilzeug, was ich hier habe. Ich glaube, das ist okay so. Das ist okay so. Aber ich möchte das Feuerzeug und den Treibstoffkanister mitnehmen. Nur für den Fall. Es scheint nämlich zu sein, dass ich diesen Weg hier doch hin und wieder mal laufen muss. Zwischen diesem... Ja, diesem Dienstgebäude oder was das auch immer ist. Diesem inneren Gebäude und der Villa. Nee, falsche Richtung. Deswegen habe ich jetzt zwar nur einen Platz, um was mitzunehmen, aber wenn ich das Windwappen einsetze, dann ist das vermutlich schon mal verbraucht. Und außerdem, ich muss irgendwann mal heilen, weil automatisch heilt man hier nicht und dann kann ich noch das Heil-Item verwenden. Warum ich das nicht jetzt schon verwende, ich weiß es nicht. Moment, kurz die Karte gucken, damit ich weiß, was für Gänge mich hier erwarten. This is Brad. Come in, Stars Alpha Team. Come in. This is Jill. Does anybody hear me? I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. Doesn't matter. Respond. I repeat. This is Brad. Brad? Brad. This is Brad. Can't answer me. Somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad. Brad. Shit. It's broken. Der Typ sollte schlicht und ergreifend meinen Finger von der Sprechtaste lassen. Meine Empfehlung. So. Okay, keine Schlangen zumindest mehr auf diesem Weg. Sehr gut. Oder aber eine Leiter. Oh, meine Karriereleiter liegt auf dem Boden der Ernüchterung. Ich bin ehrlich gesagt froh... Kacke Hunde. No, 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 no. Wie kommst du hierher, no, 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 Hund? Haha, ich bin von dir davongelaufen, Köter. Oh, bitte lass hier nicht wieder alles voller Hunde sein. Ich bitte dich inständig leben. Bitte lass mir. Was zum Teufel hat hier gemacht? Wisst ihr was? Schluck, 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 schluck. Toll, ich bin vergiftet. Ja, jetzt. Ja, man kann so viel dagegen tun, ne? Oh ja, genau. Ich sehe die Viecher nicht die ganze Zeit. Okay, ich bin nur, in Anführungszeichen, nur vergiftet. Nur vergiftet. Dann soll ich... Falsch. Ich kann die doch nicht sehen, wenn ich um die Ecke biege. Verdammtes Dreckspiel. Ey, das ist doch Bullshit. Ah,
wieder schon halb tot. Naja, gut. Ja. Toll, ne? Ganz toll. Egal. Ja, dann soll ich vielleicht erstmal wieder zum Safe Room gehen, damit ich meine Vergiftung heilen kann. Weil ich nicht weiß, ob ich sonst überlebe. Ah, scheiß drauf. Dann hat sich das schon mal alles hier total ernüchtert. Falls ich das überhaupt überlebe, da hinzukommen. Das weiß ich ja jetzt auch nicht. Hier war der Durchgang. Hier war der Tür, genau. Türsteher. So zum Kotzen. Oh, ja, ich bin einigermaßen auf dem grünen Zweig. Und was ist? Oh. Zeug. Ich bin auf dem grünen Zweig. Yay. Eigentlich wollte ich das nicht mitnehmen, aber ich nehme diese Sachen gerne mit. So, nimm das hier mal mit. Ja. Ich überlebe also noch ein kleines bisschen. Und die Batterie nehme ich auch mal mit. Haha, danke für die Spende. Nee, Moment, falscher Knopf. Wollte mal kurz gucken. So, also, wenn ich hier reingehe, komme ich wieder zum Herrn. Ja gut, ich muss diesen Umweg gehen wegen dieser scheiß Vergiftung. Weil die Viecher sich natürlich plötzlich, wo vorher nichts war, von oben runterfallen lassen. Man weiß es nicht. Man kann also auch nicht drauf reagieren. Das ist ganz toll. Und dann beißen die einen nochmal, während man um die Ecke biegt, weil man sie noch nicht sehen kann. Das ist ganz, ganz toll. Ist das. Ja, fantastisch. Das heißt, ich muss diesen Weg wieder rumgehen und rumlaufen? Oh.